So, hallo Leute, hier noch einmal, doch noch mal kurz vor Weihnachten, wie sich das gehört. Das da neben mir ist der Florian. Florian ist hier unser Elektronik-Spezi und das ist etwas Neues. Das ist das Dynavind 10 Zoll Radio, welches irre schnell startet. Schalte mal das Radio bitte einfach an, damit man das sehen kann. Also so etwas Schnelles habe ich noch nicht gesehen. Also Zündung einschalten und das Radio ist sofort da. Hier schon mit der Navigation, die Updates hat für die nächsten 3 Jahre. Das gehört mit zum Radiosystem dazu. Schalten wir einmal den Rückwärtsgang bitte ein, dass man das mal eben sehen kann. Das ist jetzt, ja, Zündung sollten wir anmachen, ganz genau. Das ist jetzt die Rückfahrkamera, das ist die eine Kamera. Rückwärtsgang mal bitte raus. Und dann natürlich noch die Weitsichtkamera, die auch dazu gehört. Wir haben jetzt hier eine Dometic Camp 35 verbaut, deswegen hat diese halt eben 2 unterschiedliche Blickwinkel. Das Radio selber ist tatsächlich etwas, was eine irre Funktionsvielfalt hat. Für uns war wichtig, oder was wir richtig genial finden, ist die Tatsache, dass das Ding Wireless Apple CarPlay und Wireless Android Auto hat. Das heißt also nicht mehr immer erst den Stecker rein, bevor dann überhaupt irgendwas funktioniert, sondern hier ist es wirklich einfach so ein sehr toll durchdachtes Menü, also mit großen Symbolen, sehr, sehr einfach zu benutzen. Wi-Fi ist natürlich auch integriert. Der originale Play Store von Android ist integriert. Also das ist schon ein Radio, wo ich mal sagen würde, das ist wirklich ein Sennekiller. Zumal mit 10,1 Zoll nicht gerade von schlechten Eltern. Und ganz, ganz wichtig, die Tatsache, dass es halt eben noch das berühmte Drehrad hat. Also viele Leute wollen das und sagen halt eben, ohne Drehrad kommt mir gar nichts ins Haus. Map-Updates kann ich einfach so machen. Das macht das Gerät automatisch über WLAN, wenn verbunden oder halt eben auch übers Handy. Also es ist auf jeden Fall ein Radio, was man beachten sollte. Was ganz, ganz wichtig ist, es ist eine ganze Ecke günstiger als das Sennek 3766. Wenn es euch gefällt, bedanke ich mich für einen kleinen Daumen hoch und schickt uns, wenn ihr Lust habt, eine E-Mail oder hier in den Kommentaren, dann antworten wir euch gerne darauf. Wie gesagt, es ist definitiv eine Alternative zum Sennek 3766. Das Gerät ist von der Firma Dynavin und ich werde es mir vielleicht auch zulegen. Es gefällt mir sehr gut. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.